Drei Dinge. Eins, die Sendung kommt mir vage bekannt vor. Zwei, Wollmütze im Sommer ist ein Drecksmarkenzeichen. Ich kann Ihnen das nicht empfehlen. Drei, da ich gerade alterstechnisch die richtigen Hi-O-Pies hier sitzen habe, reden wir über Medizin. Ich habe doch ein Anliegen. Ich habe nicht nur ein Anliegen. Ich habe ein Anliegen. Ich möchte mit Ihnen über Medizin reden. Wenn Sie ein Mann sind, gehen Sie regelmäßig zum Arzt. Also regelmäßig im Sinne von häufig, so einmal im Jahr. Ich weiß, dass viele das nicht machen und ich weiß, dass man im Osten dafür in den Nachbarort reiten muss oder auf die Droschke warten, machen Sie es trotzdem. Sonst kippen Sie um mit 60 und knallen mit dem Gesicht auf die Anrichte und keiner weiß warum. Gehen Sie regelmäßig zum Arzt. Check-up machen lassen. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß auch, wie das ist, wenn man alt ist. Man sagt sich halt, was von alleine kommt, geht auch von alleine wieder. Das stimmt. Du zum Beispiel. Geh zum Arzt. Einmal im Jahr. Man muss das einmal machen. Ich habe da auch Schiss vor. Ich habe auch keine große Lust mehr, beim Arzt Blut abnehmen zu lassen. Tatsächlich habe ich da große Angst vor, vom Blut abnehmen. Also ich habe mehrere Urängste. Die Angst vorm Fliegen. Ich kann den Fliegern nicht sitzen, weil es kein seriöses Konzept ist. Ich habe... Filmen Sie das mit? Was machen Sie damit? Zu Hause in ein Liebesspiel einbauen oder was? Legen Sie das Handy weg. Ich gebe Ihnen das... Ich fax Ihnen das durch, das Material für einen Mann. Ich beginne komplett von vorn. Mir sind drei Dinge aufgefallen. Eins... Die Sendung kommt mir vage bekannt vor. Zwei, je länger ich hier stehe, desto scheißiger wird das Markenzeichen mit der Mütze. Ich schwitze mich kaputt. Ein scharfer Strahlschweiß fließt mir hart in die Kimme. Ich muss mich eilen. Gehen Sie wirklich zum Arzt? Ich meine das ernst. Ich weiß nämlich, wie das ist. Ich gehe auch. Und ich habe wirklich Angst. Wie gesagt, Blut abnehmen. Ach, ich habe so viele Ängste vom Blut abnehmen. Vor Haien. Ich habe zu früh der weiße Hai gesehen. Und Angst vorm Fliegen, weil wegen Absturz und so. Und deswegen fliege ich auch vor allem nicht, weil dann fliegst du übers Meer, stürzt ab, kommt ein Hai, nimmt dir Blut ab, tot. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass Sie... Ich finde es auch geglückt. Gehen Sie zum Arzt, machen Sie alles. Da ist in der Regel, da sind nicht viele Sachen dazugekommen seit dem Mittelalter. Also die gucken mal eben nach Gefäßen im Körper jetzt nicht, ob Sie davon super was mitgebracht haben. Dann wird geguckt, Hirnströme und sowas. Und dann haben sie halt die Prostata. Das könnte großes, schlimmes Comedy-Material sein, ist es aber nicht. Männer kümmern sich um sowas nicht. Deswegen wollen wir das Thema sachlich angehen. Die Prostata sitzt hinten, unten und kommt nicht von selber raus. Irgendjemand, da kannst du eine Scheibe Toast vorhalten, da passiert gar nichts. Irgendjemand muss rein. Ich weiß, es ist der Osten, trotzdem nicht beim Nachbarn klingeln, einfach zum Arzt fahren. Machen Sie es bei irgendwem, der es hauptberuflich macht. Dann, es ist nicht schlimm. Also tatsächlich habe ich gedacht, es wird mit Gerätschaften gemacht. Mein Arzt sagte, so, wir machen jetzt noch Prostata. Und ich sagte, super, welches Gerät? Aber tatsächlich wird das gemacht wie im Medikus, wie in Game of Thrones. Das heißt, du wirst in einen gekachelten Raum geführt, was die einzige Botschaft ist, die ich heute für Sie habe. Egal, ob Sie ein Mensch sind oder eine Kuh. Es ist nie gut, wenn du in einen gekachelten Raum geführt wirst. Tatsächlich... Obwohl, so schlimm fand ich es nicht. Also ich habe jetzt per se nichts gegen Fliesen. Ich werde wohl mein Schlafzimmer bis zur Decke durchfliesen lassen. Einfach, weil man da mal sagen kann, lass uns zärtlich sein. Ich kann ja durchkärchern. Irgendwas Eis zu brechen, das spielt auch keine Rolle. Du wirst dann da reingeführt. Sie müssen jetzt mit, aber es ist stickig, oder? Seriöses Konzept. Ich schwitze mich kaputt. Du kommst, du wirst reingeführt und dann musst du halt als Mann auch kurz... Du lässt die Buchse runter, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn du morgens nicht wusstest... dass Prostata drankommt, kann es knapp werden, weil viele... Mir ging es so. SpongeBob-Unterwäsche gab es im Real im Viererpack. Das ist eine Sache, die sich oft nicht auszahlt beim Arzt, habe ich festgestellt. Wenn du runter ist, hallo, SpongeBob. Und dann stand ich da und dann steckt dir der Arzt, um das abzukürzen, er zieht sich einen Gummihandschuh an natürlich und schmiert sich auf die Finger, eine Creme, eine Paste, ein Mousse, ein Gelee. Und dann steckt er einem den Finger in den Po. Für etwa 10 Sekunden, die einem vorkommen, als würde einem einer sehr langsam zweimal die Buddenbrooks vorlesen. Es zieht sich ein bisschen in der Empfindung. Zeit ist ja relativ. Ich hab mich nicht gelangweilt in der Zeit, das kann ich nicht sagen, aber schön. Es dauert halt. Und das ist der eigentliche Punkt, über den ich sprechen will. Das ist, die Prostata, Krebs tut ja nicht weh, wie wir alle wissen, außer später und dann ist nicht mehr schön. Deswegen ruhig mal abtasten lassen alle paar Jahre. Der Arzt hat das immer am Zettel, machen Sie das. Und das ist natürlich, ich war mental danach, war ich fertig. Wegen so einer Scheiße könnte ich kein Arzt sein. Kannst du dir das vorstellen? Du musst anderen Leuten, das könntest du mir gar nicht verkaufen. Es gibt so viele Gründe, aus denen ich kein Arzt sein könnte. Also kein Abi, klar. Aber auch, weil ich einfach... Ja, das ist ganz seltsam. Die lassen keine Quereinsteiger zu. Dass du sagst, ich hatte in Duisburg einen Kiosk, ich will jetzt in die Unfallchirurgie, das machen die gar nicht. Seltsam.
Beamte Ärzte-Lobby. Aber ich könnte es auch so nicht. Schon weil ich morgens gar nicht wach bin. Wie soll ich das machen, verstehst du? Mit solchen Klüsen da im OP stehen. In die offene Bauchhülle mit dem Knoppers reinkrümmeln. Weißt du, sind alle wieder so. Sind sie wahnsinnig? Warum ist 21:30? Alle tot. Wofür? Darum geht's auch gar nicht. Es geht im Wesentlichen darum, dass das schon. Ich habe schon, also meine Augen schwammen in Tränen, als es plopp machte, als er ja fertig war. Das waren echt nur ein paar Sekunden. Der tastet die ab, da ist wohl ein Winkel drin oder irgendwas. Und sagte, dann ist Taco. Aber ich war mental, war ich zerstört. Und das ist halt so das Peinliche daran letztendlich. Wenn man sich überlegt, was für harte Typen wir Männer sind, Fast and Furious 5 bis 37, aber beim Arzt hört's auf. Guck dir die Frauen an, es ist so bitter. Ich möchte eigentlich nicht darüber sprechen. Frauen. Viele wissen das. Einige von ihnen sind Frauen. Das Licht ist schlecht, ich kann das von hier aus schlecht einschätzen. Sie können alles sein. Verlebte 47, 12, ich habe keine Ahnung. Die Scheinwerfer kommen von da. Aber Frauen gehen mehrfach im Jahr, habe ich mir sagen lassen, von sich aus freiwillig zum Arzt. Die machen Termin, die duschen vorher, die fahren da selber hin. Der Gynäkologe ist oft ein Mann, der hat einen Oberlippenbart. Die gehen da hin, selbst. Ich wäre da empfindlicher. Dann, wir können da gerne mal mitgehen, aber spätestens, wenn wir den Stuhl sehen. Das wirft Fragen auf. Startet ihr ein Space Shuttle? Was ist los? Dreht ihr Saw 4? Was ist das für ein... Haben Sie diesen Kackstuhl mal gesehen? Sie haben den Stuhl natürlich gesehen, selbstverständlich. Wo du dich drauflegst, teilbekleidet natürlich, nur halb entblößt. Und die Knochen dann auf so U-förmige Halter und dann wirst du T-förmig ausgerichtet mit so einer Kurbel. Ich glaube, so war's. Die Decke ist verspiegelt, wie widerlich ist das? Und dann dauert das 9 Stunden. Das ist so, ich hab das gelesen. Die machen ja alles. Da kommt wirklich, da kommt der Arzt, da werden Abstriche gemacht, die Frau wird auf links gezogen, dann kommt der Stöpsel rein, dann wird ihr wieder aufgepumpt, Mikrofasertuch, alles. Zwischendurch schauen Anstreiker vorbei, japanische Instagram-Gruppen, da wird alles gemacht, tatsächlich. Öl, Wasser, Zündkerzen, das dauert tagelang. Und wenn die dann fertig sind, dann steht die Sichel des Mondes hell am Himmel. Dann zieht die Frau sich an, geht nach Hause und isst Pommes. Ich stehe fassungslos davor, ehrlich gesagt. Ich hatte 10 Sekunden den Finger im Arsch, sofort Hashtag MeToo. Ich war zerstört. Und das ist eben das. Wir müssten da umdenken, sonst überleben wir nicht lange, gerade als Männer. Weißt du, das ist nicht normal, dass mit 65 alle umkippen. Also gehen Sie, es hat mir auch nicht geschadet. Also, mental. Ich kann immer noch nichts mit Sascha Grammel gucken, klar. Aber ich kann... Sie leben länger. Ich weiß nicht wofür, aber Sie leben länger. Bitte beherzigen Sie das, bis ich zurückkehre. Ich muss los. Dankeschön. Weil ich so jung aussehe, interessieren sich für mich anstelle von hübschen Damen auch eher kurzsichtige Pädophile. Zielgruppe kann man sich leider nicht aussuchen.